Hallöchen, liebe Freunde der Sonne. Herzlich willkommen zum Video. Mein Name ist immer noch Mohammed und wir sind immer noch in der schönen, schönen Türkei. Heute ist es wieder mega, mega heiß. Es ist locker 37 Grad. Also es ist wirklich sehr, sehr heiß. Und heute wollten wir euch mal ein Hotel vorstellen. Das heißt Ali Tres Hotel. Ali Tres. Ali Tres, richtig? Ali Tres. Und da fahren wir jetzt gemeinsam hin und schauen uns das Hotel mal an. Also ich habe das Hotel vor einem Jahr schon mal gezeigt gehabt. Bis dahin waren viele Gäste schon dort und haben auch gesagt, dass das wirklich mega war und ihnen gefallen hat. Deswegen habe ich mir gedacht, dann fahren wir heute nochmal ein und zeigen das am Tage, weil das Video vor einem Jahr, das war am Abend war das, und da hat man halt wirklich nicht so viel sehen können. Aber das Hotel bietet sehr, sehr viel und ich bin gespannt, wie viel wir euch schön zeigen können, ohne dass ich dann zum Schluss ein bisschen heiserer werde. Aber ich denke, das schaffen wir schon. Das schaffen wir schon, weil jetzt Hochsommer ist, Freunde, ist halt ein bisschen manchmal schwerer. Dann macht die Stimme nicht immer mit, leider. Viele wissen, dass ich abends im Beachbar bin und 3 Stunden mit Gästen rede, tagsüber in den Hotels und mit den Gästen rede, und die Stimme will dann halt manchmal auch ein bisschen mehr Ruhe, aber das geht schon, das ziehen wir gemeinsam durch, das schaffen wir. Jetzt sitzen wir gerade in einem Wagen, in einem schönen Wagen, den kann man in Kumköy mieten. Ja, bei MAF Rentecar, MAF Rentecar ist das. Die haben mir den gegeben einmal. Mal gucken, ob man damit gut fahren kann. Ist jetzt alles gut? Ist ein Cabrio, Audi, lelele. Audi, lelele. Kannst du auch mal vorne zeigen? Kein Problem. Audi, lelele. Audi, lelele. Jetzt, wir sind gerade in Evrenzeki. Hier. Hotel Gündoğdu Zeyralde, oder? Und eine Frage, versteht man uns gut mit dem Mikrofon? Hört man uns? Şu hangisi biliyor musun? Bak. Şu soldaki. Yıldız olan değil şu. İkinci. Tamam dedim, böyle yaptım. Bir hareket yaparım. Aladdin. So. Jetzt geht's weiter. Hier bei Evrenzeki. So, super, wenn Mikrofon gut ist. Das ist das neue Mikrofon, was wir haben. Es freut mich, dass es gefällt. Buradan göster. Super, ja, es macht voll Spaß mit dem neuen Mikrofon. Gimbal. Tamam. O zaman indir. Arkaya da göster. Also mit so einem Cabrio zu fahren ist auf jeden Fall geil. Bei dieser Wärme macht das Spaß. Ich würde jetzt lieber auch gerne so extra geile Musiker machen, aber das geht jetzt nicht wegen Urheberrechte. Jetzt sind wir hier schon in Çolakli. Aber ich muss jetzt nochmal überlegen, wo das Hotel genau war. War schon länger nicht da. Hier sind wir jetzt in Çolakli. Wer Lust hat, kann das Video schon mal teilen in manchen Gruppen. Dann können auch andere Gäste live dabei sein. Ich wollte erst auf YouTube live gehen, aber dann habe ich mir gesagt, meine Facebook-Community ist dann sauer auf mich, weil ich die letzten Videos schon auf YouTube gemacht habe. Deswegen habe ich mir gesagt, Facebook. Das Hotel heißt Ali Tres. Ali Tres Hotel. Guck mal, hier ist Jeep Safari. Sag mal hallo. Jeep Safari in der Türkei. Hier ist auch ein neues Hotel, Suntalia heißt das. Also diese Woche haben wir vor, euch wirklich viele Hotels zu zeigen. Diese Woche ziehen wir es durch. Hier haben wir eine rote Ampel in der Türkei. Und die halten auch alle schön heute. Hallöchen, hallo Sabine, hallo Anita, hallo ihr Lieben. Ich freue mich sehr, dass ihr mich gut hört. Schön, dass ihr uns mitnimmt, sagt Helga. Helga, danke schön, schön, dass du dabei bist. Schaut mal, es war direkt hupen die hinter uns, ist gerade grün geworden. Mit den Audi, lelele.
Es macht Spaß, mit dem Wagen zu fahren. Ja, ich mag das bisschen Sportwagen, weil mein BMW habe ich ja im Auto im Wasser gefahren, wisst ihr das noch, ne? In der tiefen Pfütze beim Regen ist mein BMW untergegangen. Hier ist das Alitrist, irgendwo in der Nähe. Oder wie heißt das? Da ist noch weiter. Hier ist Glamour auf der rechten Seite. Thema. Weil das Auto lässt sich fahren wie Öl oder wie das heißt, wie eine Feder. Habe ich vermisst. So, irgendwo kommen wir der Sache jetzt näher. Ist übrigens ein 5-Sterne-Hotel. Und also letztes Mal, als ich da war, war wirklich so, da war sehr viele interessante Sachen, die auch geboten worden sind. Hier irgendwo war das, warte. Oder? Also ich frage den Taxifahrer einmal, ja? Merhaba, kolay gelsin. Alitres Hotel nerede müdürüm? Alitres Hotel, Alitres. Tamam, o rampayı biliyorum, oradan hatırlıyorum. Teşekkürler, sağ ol. Jetzt weiß ich wieder wo. Hier ist das Mary Palace Hotel, hier ist Orpheus Green Hotel und Spa. Oh, vorsichtig. Hier ist auch Animateur von Dreams, bitteschön. Kiko. Warte, ich lasse ihn mal einmal rüberfahren, den lieben Kiko. Ist auch ein Animateur. Er ist in den Dreams. Er hat sogar Kiko, er hat Follower viele auf Instagram. Hallo Kiko! Merhaba! Merhaba! Allah, güzel araba. Lelele. Also, hier irgendwo müssen wir hochfahren. Alitrist Hotel. Jetzt fahren wir nochmal. Hallo, merhaba. Pardon, Alitrist Hotel, Alitrist. Alitrist Hotel, arkada kalıyor. Tamam, çok sağ ol. Wir sind richtig. Hier ist das Dreamworld Palace hinter uns. Auch ein mega Hotel für Familien. Jetzt geht's zum Alitrist. Also ich sag euch nochmal, ich habe ein Video gemacht, Freunde. Und dann kamen so viele Gäste, die dort auch hingegangen sind. Dann wollte ich halt gerne wissen, wie das auch für sie war. Und dann haben die gesagt, dass das ihnen sehr, sehr gefallen hat. Und wenn das der Fall ist, dann komme ich und zeige ich das Hotel gerne wieder. Das ist ein echt sehr tolles Hotel. Ja, wir haben es geschafft, da vorne ist das. Alitrist. Warte mal. So, warte. Apotheke? Nee, sorry, das war's doch nicht. Ich sah aber so ähnlich aus. Atrium oder so? Pardon, Alitrist Hotel neredeydi? Alitrist Hotel. Alitrist. Alitrist Hotel. Bilmiyor musunuz? Yok, otelin adı Alitrist. Hayır, Victoria. Ha tamam, sağ ol. Teşekkür ederim. Ja. Also das ist hier irgendwo gewesen. Letztes Jahr ist schon ein Jahr her, Freunde, ne? Und ich bin halt immer in Side. Und deswegen die Ecke ganz genau weiß ich nicht. Und unser anderes Handy hat gerade ist ausgegangen. Daher können wir nicht gucken, ganz kurz. Aber warte mal, da können Gäste schreiben.
Ja, Sylak, bewölkt, Regen. Ja, es war heute Morgen ein bisschen bewölkt, aber regnet nicht. Jetzt ist nicht mehr so bewölkt. Boah, so viel Büsche hier. Wir sind falsch reingefahren, glaube ich. Aber der Taxifahrer hat gesagt, fahr hoch. Ali Tres Hotel nerede? Ali Tres biliyor musunuz? Ali Tres. Alatris. Gün doldu. Öyle mi? Pardon. Tamam, buradan dönerim değil mi? Buradan değil. Buradan geç. Tamam. Kendin yol takip et. Yoldan tekrar sola. Tamam, çok teşekkürler. Arkam dolu diyor, ne demek istiyor yani? Müsait değil. Çekil, çekil. Ben daha anlamadım. He? Bu vakit seni çağırdı gel gel dedi ya. Evet. Sonra baktı arkası doğru. Otobüs var geçemezsin anlamadım. Ach so. So Freunde, sorry ya für die falsche Abbiegung. Ich will euch gar nicht durcheinander machen mein Video. Aber dadurch seht ihr noch ein paar andere Ecken hier. Hier gibt's auch Hotels. So, wir sollten wieder auf die Hauptstraße, sagt er gerade. Lelele, hier sind wir wieder an der Hauptstraße, hier ist das Dream Palace Hotel. Aber komisch, der eine sagt, ich soll hier hochfahren und das kommt. Das verstehe ich nicht. Er sagt, ich soll wieder zurückfahren. Okay, jetzt hier rechts, sagen sie. Ja, 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 ja. Ich glaube, ich erinnere mich. Aber ich glaube schon. Ne? Hier rechts. Ja, hier muss es, glaube ich, sein. Hier erinnere ich mich an irgendwas, genau. Also direkt an der Hauptstraße hoch und dann ist es hier vorne auch schon. So. Da-da-da-da-da. Allah mehr Rabbi Allah. Ha, genau da hinten. Emin misin? O parça var ya, emin misin, benim misin? Benimle misin? Nasıl olabilir? Kıza nereden? Bu otel. Bu otel o zaman. Bu otel ya. Bu otel, evet. Bu otel. Jetzt haben wir es da vorne, ja. Buldum. So, Freunde. Nochmal herzlich willkommen. Sorry für die paar Unangenehmigkeiten. Aber ich denke, so habt ihr das Land ein bisschen gesehen. Hier ist das Alitris Hotel auf der rechten Seite. Ja, ist auch eigentlich nicht so ein kleines Hotel. Mehr Informationen kriegen wir jetzt im Hotel. Und nochmal, hier waren viele Gäste, die wirklich zufrieden waren. Ist halt nicht sofort am Strand, aber das ist dann halt auch eine andere Preisklasse. Aber die Qualität soll super sein, was ich gehört habe, ist echt gut. Deswegen, die Hotels, die ich zeige, sind auch zu 90% immer die, die auch gut sind. Ja, und vor allem, wenn ich mal wiederkomme. Das heißt schon was. Jawohl, Alitris. Oh, sieht schon schön aus, der Eingang. Jetzt müssen wir nur noch einen Parkplatz haben. Wir parken mal einfach hier. Ist ein Chick beim Parketing? Na cool. Auf, mach die Tür nicht kaputt. So parkt man ein in der Türkei, wenn man das gut kann. Aber ich habe da noch meine kleinen Probleme. Aber hat doch gut geklappt. So, zack. Ich hoffe, das Mikrofon geht auch von Entfernung. Geil. Urlaub machen in der Türkei. Mit dem schönen Mikrofon. So, let's go. So, die müssten eigentlich Bescheid wissen. Ja, vom Hotel. Hotel ist gecheckt, tag wenn ihr hier eine, du hast eine. Jetzt müssen wir beim Sicherheitshäuschen Bescheid geben. Ach, bu tarafın daha güzel benim. Böyle güzel taraftan çek, güzel perspektif ya gala. Merhaba, çekim için geldik. Eine Patron haberi var. Şerif Ali. Hoş
Merhabalar. Çekim için geldin. Merhabalar, çekim için geldim. Canlı yayın çekim. Şu anda yayında patronun haberi var zaten. Geçen de tanıttık oteli. Tamam. Teşekkürler. Bize sadece hak ve ilişki biri lazım. Tamam, otel gösterecek. Teşekkürler. Sizi çok kısa beklesem olur mu? Hemen geliyorum. Tabii ki. So, hier sind wir jetzt beim Eingang vom Hotel. Was fällt uns auf? Also wir haben bestimmt schon über 100 Hotels vorgestellt. Meist kann man bei einem Hotel schon hier an der Pflege, der Blumen, die Blumenart, dann, wie heißt das, wie heißt das jetzt? Die Dekoration am Eingang sagt meist schon auch viel über das Hotel aus. Und ich finde es hier auf jeden Fall schon mal sehr schön eingerichtet. Das mit den Springbrunnen sieht auch schon mal sehr toll aus. Şu hareket şey demek, tamam mı? Anladın? Yap bakayım. Und ja, wir müssen jetzt halt ganz kurz warten. Er gibt nochmal Bescheid dort vorne. Ich hoffe, dass Sie Bescheid wissen. Und dann wird es auch losgehen. Ansonsten gebe ich eben das Mikrofon. Weil manchmal dauert das ein bisschen, bis die den Besitzer des Hotels erreichen und Bescheid geben können. Deswegen, ich gehe ganz kurz rein, weil das sieht schon ein bisschen länger aus. Hallo, liebe Freunde der Sonne. Hallo Gabi. So, da bin ich wieder. Ist alles okay? Sorry für das kleine Warten. So, Dankeschön. So, Freunde, jetzt sind wir gerade in Hotel reingekommen. Über Mikrofon, Hasela. So, jetzt sind wir reingegangen. Was fällt uns auf? Erstmal, die Klimaanlage funktioniert super. Und es sieht auf jeden Fall schon mal sehr, sehr modern aus. Sehr, sehr modern. Sehr schöne Einrichtung haben wir hier oben. Hier sind wir in der Lobbybar. Also scheint ein sehr neues Hotel zu sein auch. Hier können wir mal sofort zur Poollandschaft schauen. Sieht schon mal cool aus. Da-da-da-da-da. Jawohl. Also man sieht schon, sind mehrere Pools. Gleich schauen wir uns das besser an. Nochmal jetzt willkommen alle zum Live-Video. Also die Einrichtung sieht auf jeden Fall schön aus, finde ich. Da. Hier haben wir noch so eine Cafeteria. Abends ist das auch richtig toll romantisch beleuchtet hier, vor allem mit dem, wie die Heißluftballons. Das hier sieht mega aus. Hier gibt's Corona-Bier. Kostenlos. Belech. Dankeschön. Also, er sagt kostenlos Eiskaffee und Corona-Bier gibt's hier. Aber das ist schon was, ne? Also mit die Getränke und so, das Hotel wirklich schon sehr luxuriös, kann man sagen. Das bietet sehr, sehr viel an. Aber da kommen wir gleich zu. Ein Jahr alt, 7.8. wird das Hotel ein Jahr alt. Am 7.8. wird das Hotel ein Jahr alt, schreibt jemand, Dankeschön. Dann gibt es abends dann immer diese türkische Kaffee, richtig schön. Original wird das gemacht hier, mit heißem Stein heißt es dann. Also die Gäste, die hier waren, haben echt gesagt, doch, es ist zwar nicht direkt am Strand, aber von Wohlfühlen, von
wer ist das von der Service und alles, Top Hotel und alles, was auch angeboten wird hier. So ist eine Kim Gajakosa. Mikrofon ist alles schwimmen, Atsch, stimme. Atsch. Atsch, Atsch. So, jetzt haben wir noch ein Mikrofon, ich hoffe, das funktioniert. Hallo. So, Merhaba, hallo, ich bin der Mohammed, hallo. Sie werden uns heute helfen, ein wenig das Hotel zu zeigen. Siz mi yardımcı olacaksınız biraz? Ben yardımcı olacağım. Ha, teşekkürler. Röportaj yapmayacakmışız öyle dediler. Sadece otele tanıtacağım. Tamam, sıkıntı tamam. Yok. Ya evet, siz röportaj ben yapıyorum tabii ki ama sizle değil yani. Yok, bizle yapacağız. Siz öyle dedi Ahmet Bey. Tamam, sizle. Röportaja girmeyin dedi ama otele gösterdi, tanıttı. Tamam. Odanızı ayarlatıyor şimdi bir de. Tamam, otelde kaç kişilik yer var? Onu resepsiyon vereceğim. Kaç kişilik otel? Kaç kişilik? Biraz perspektifle güzel al ki hep orada durmaz abi lütfen. Tamam. Biraz heyecanlı olsun. Şuradan böyle saatleri göster. Burayı göster. Konuşurken göster bizi tabii ki. Ha, şey, havuz verelim o zaman. Var mı şurada? Pardon ben bir soru sorayım canlı yayında. Şu anda 500 kişi canlı yayınız. Bir cevap alsam sevinirim. 370 oda. Also es gibt gerade im Hotel 370 Zimmer hat das Hotel, 370 Zimmer, also man kann rechnen, ein Hotel, etwa 800 Gäste können hierher. Und burada çok Europalı misafir var, doğru mu? Tabii. Yüzde kaç aşağı yukarı? Şu an aşağı yukarı yüzde... 90-95 herhalde. Ungefähr 95% gibt es auch europäische Gäste hier. Wir werden gleich auch Zimmer noch vorstellen, aber erst laufen wir die Poollandschaft und schauen uns das an. Odaları aşağı yukarı bir 15-20 dakika sonra geleceğim. Birlikte odaya çıkarsak sevinirim. Tamam, ben birazdan dönerim, biraz buraları tanıtayım. Teşekkürler. Ich habe jetzt zwei, iki mikrofonla bekliyorum. So. So, din dili din. Hier haben wir die Lobby. Also ich war ja schon mal in den Hotel, ein wenig kenne ich mich mittlerweile aus hier. Hier haben wir einen Aufzug mit einem netten Mann. Hallo. Jawohl. Und ich denke mal, hier kommen wir jetzt auch runter. Warte, jetzt schauen wir uns hier die Ecke an. Hier ist von der Reiseagentur, ist Informationsort für die Gäste. Die können ganz in Ruhe dann die Reiseagenturen fragen nach Rückflug, Hinflug oder, nee, Hinflug, nicht Rückflug. Nach Rückflug können sie fragen. Und natürlich bieten die Reiseagenturen auch schön Tagestouren an. Da kann man die fragen, da helfen sie einem weiter. Und wir laufen jetzt langsam Richtung Poollandschaft. So, ich hoffe, das Internet funktioniert unten auf. Weil das ist ja jetzt private Daten oder wie das heißt. Also übrigens, das ist mein eigenes Internet, nicht vom Hotel. Ich hoffe, das funktioniert jetzt. Hotel hat natürlich auch Internet. So, hier sind wir jetzt runtergelaufen. Hier ist abends das Essen, das Restaurant. Jetzt ist das gerade nicht so interessant, glaube ich, weil jetzt ist eh dunkel. Das haben wir aber schon mal gezeigt. Ein wunderbares Restaurant haben wir hier. Am Abend ist das Buffet hier. Dort vorne, hier ist überall Buffet. Richtig schön geordnet und ich habe gehört, dass es wirklich traumhaft leckeres Essen hier gibt. Hier vorne haben wir auch den Restaurantbereich. Also ich habe hier auch gegessen, einmal war lecker. Man sieht direkt im Hotel das auch schon an, also die Ordnung, die Pflege. Ja, auch Personal super, freundlich, sehr hilfsbereit. Ja, jetzt gehen wir mal raus. Das Restaurant ist größer, aber die sind jetzt am Arbeiten da, wir wollen sie nicht stören. Din-dil-din. Jetzt gehen wir raus. Sesam, öffne dich. War jetzt gerade nicht offen, okay. Das geht selber, jawohl. So, hier haben wir jetzt die Poollandschaft. Das Alitris Hotel ist das. Hier haben wir dann beim Abendessen, kann man schön am Pool draußen essen, auch schön. Oder başka bir şey yok değil mi dönüşte? Yok. Terras var dışarıda. Tamam. Buradan da çıkabiliyor muyuz? Bura? Ha, daha güzel değil mi? Tamam. So, und hier vorne sind überall dann Terrassen, wo man dann draußen essen kann. Kaç tane Haus var? Kaç Haus var? Üç tane Relax Haus var herhalde. Okay. Tamam, es gibt drei verschiedene Pools hier. Davon ist einer, der auch beheizt. Davon ist auch einer, der beheizt wird. Ein Pool. So.
hier ist dann auch noch eine schöne Ecke, da wird gegrillt am Abend. In Cholaklistas, genau. Alice ist in Cholaklistas Hotel. Bu otelde çok şey özel şeyler vardı. Ben bir yıl önce tanıtırken şey dediler. Mesela bazı otellerde bu içecek yok, şu yok, bu ekstra. Burada bayağı inklusif değil mi? Evet, evet. Tam inklusif burası, ultra. Ultra. Ha genau, und hier ist ultra inklusiv. Tüm kokteyller inklusiv değil mi? Evet. Baileys falan şu bu. Bir sorumlu da var ayrıca. İki tane ben de ayrıca bir sorumlu getirdim. Ne var? Şuradan mı? Şuradan geçelim daha güzel şu anda. Evet. Biraz dar ya oralar. Ne var bu tam anlamadım. Bütün kokteyller miksolumuz da var. Otelde iki tane miksolumuz var. Miksolum ben tam anlamıyorum da. Miksolum karışım uzman. Ha, hier gibt es alle Cocktails sind inklusiv. Dann gibt es noch einen Mixologen, also das heißt richtig professionelle Barkeeper. Gibt es zwei Stück hier, die dann auch spezielle Cocktails und so machen. Ja. Und nicht nur einfach so simple Cocktails, wirklich sehr, sehr spezielle Cocktails. Hat da Dumanla, Bubble falan, war mı şu anda? Var, hepsi var. Burada var mı şu anda, bir yapabilir mi? Şu an var, kapalı, akşam geliyor, akşam yapabilir ama. Ha, am Abend macht er sogar so Cocktail-Bubble-Shows sind das, wo ihr richtig spezielle Cocktails gibt. Hatta burada özel bir bar var değil mi? Irish Bar. Irish Bar heißt das, das zeige ich euch jetzt. Letztes Mal, als wir hier Video gemacht haben, habe ich das gezeigt gehabt den Gästen. Also hier gibt es ein Pool, zwei Pools. Hallo. Hallo. Und hinten noch eine, Relaxing. Orada Relax Pool değil mi arkada? Aynen. Ah, hier vorne ist noch eine, wie heißt das auf Deutsch? Pastane. Eine Kuchenecke, wo es dann Kuchen, Tee und alles gibt dort hinten. Und du gösteres biraz dann. Hat da dışarıdan böyle geçebilir misin içeri? Ah, güzel. Hadi wir zeigen das jetzt einmal. Dan, taran, taran. O Relax House neredeydi? Relax House, Relax Pool. Derken? Aqua mı? Mesela bura eğlenceli biraz. Burası burada da biraz. Burası ısıtmalı, orası aqua en sonunda, orayı da gösterebiliriz. Ha şey, Relax yok değil mi tamam? Yok. Tamam, sıkıntı yok. Hiç bahsetmeyeyim o zaman. Tamam. Also es gibt drei verschiedene Pools. So, hier ist die Cafeteria. Ja, da haben wir einen netten Hallöchen. Einen netten Mann, der gibt schön Tortenstücke. Sehr, 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 sehr schöne verschiedene Tortenstücke. Ja. Viel Auswahl. Dann leckere Kekse haben wir hier. Und dann natürlich türkische Tee und Kaffeemaschinen und. Wie sieht's aus? Ich finde schön, Dekoration, alles nagelneu. So, hier haben wir natürlich wie in allen Hotels verschiedene Möglichkeiten. Hier haben wir einmal den Hotelfriseur, dann haben wir den Optiker, dann haben wir hier auch den Foto, den Fotografen, der mit euch Fotos macht am Strand. Und wenn euch was gefällt, kann man davon kaufen, muss man nicht, aber... Ja. Man kann es den Shooting kostenlos machen. Sie müssen nicht nehmen, Sie müssen nicht alles nehmen. Aber genau. Das geht nicht. Genau. Und dann Elvis Photo Service. Elvis Photo Service, ja. Super. Und dann gibt es halt solche schönen Urlaubfotos von der ganzen Familie am Strand, bisschen am Pool, Landschaften und viele, viele verschiedene Sachen. Das gibt es halt fast in jedem Hotel. Aber hier sehen die Fotos doch schon sehr toll aus. Der Elvis Photo Service. Der macht das schon. Ciao. Dankeschön, Elvis. Dann gibt es hier Ledergeschäfte. Dann natürlich ein Doktor, falls mal was ist. Dann haben wir hier ein Silber, Juweliermäßig. Dann haben wir einen Supermarkt, Taschen, also wirklich eine kleine Einkaufsmeile ist das. Jetzt zeigen wir euch das Irish Bar. Die ist in Dings am Abend geöffnet. Also das sieht man jetzt nur so ein bisschen, ist jetzt gerade geschlossen, ist am Abend geöffnet. Aber hier gibt es heftige Cocktails. Hier können die Männer, die Frauen richtig schön Cocktail-Shows genießen, sag ich mal. Ne? Sesam, öffne dich. So, da haben wir natürlich einen Lifeguard, der die Kontrolle bewahrt. Und das sieht auch cool aus. Der Poolboden, der ist anders. Der sieht richtig cool aus, der Poolboden. Richtig Sommerfeeling. Da, da, da.
Hallo, Freunde der Sonne. Sag mal hallo. So, hier diese Blume, diese Pflanze, ich weiß jetzt nicht, wie sie heißt, aber das ist meine Lieblingspflanze. Ohne Spaß, Freunde. Guckt euch bitte mal diese Schönheit an hier. Seht ihr das? Das ist die schönste Pflanze, die ich kenne. Überall so kleine, süße Geschenke. Das sieht wirklich schön aus, ja. Jetzt bei der Hitze, die gehen alle ein bisschen runter, überall, egal welches Hotel, immer ein bisschen. Aber normal, dann stehen sie so, ne? Das sieht richtig schön aus. So sieht das Gebäude aus, alles nagelneu. Auch die Zimmer sind Hammer. Gleich zeigen wir euch noch Zimmer. Hier haben wir Beach Club. Warte mal, Beach Club nicht. Hier haben wir, wie heißt das? Snake Bar. Hier ist die Snake Bar vom Hotel. Gibt es dann so verschiedene Sachen, Früchte, Kekse, Waffeln. Dann gibt es Hamburger. Dann da hinten Getränke noch. So, und hier haben wir das Animation. Dann fährt sie mit Inlineskates. Wunderbar. Hier haben wir dann Animationsprogramm abends. Hier hat man die Sitzmöglichkeiten. Ja, also sieht auf jeden Fall schon mal schön aus. Es ist alles in der Nähe. Dort vorne kommen wir her. Hier sind die Zimmer alles. Ja, und ich denke, man sieht, glaube ich, auch das Meer von den Zimmern. Dann haben wir hier Pools und da hinten, wo ist Rutschen? Aqua. Ha, einen. Da hinten ist Aquaplatz. Da gehen wir mal jetzt hin. Also es gibt auch Rutschen hier. Hier ist Sun Life Pool Bar. Den. Jetzt gehen wir Richtung Aquapark. Leila, ich hoffe, den Strand sehen wir auch. Soll ich noch zum Strand fahren, dann, Freunde? Also den Strand, ich weiß jetzt nicht, ob ich noch da schaffe hinzufahren, aber ich kann euch so sagen, der Strand ist ein Strand. Schehitschkaya Jochdeme, den ist der Seilde. Also der Strand ist auch nur mit Sand, also da sind keine Felsen, ganz, ganz sauberer Strandabschnitt ist das. Also wer den Strandabschnitt in Kumköy kennt, genau so ein Strandabschnitt ist das. Hier ist jetzt das Aquapark, das hat gewisse Zeiten geöffnet immer, wie in alle Hotels. Und dann läuft dann halt Wasser hier, dann ist ja auch ein Sicherheitsmann, ein Lifeguard, der passt dann auf die Kinder auf und auf die Familien, wenn die rutschen. Dann gibt es hier auch wirklich schon 1, 2, 3, 4, 5 Rutschen oder so. Ich kann das gar nicht zählen. Ja, und dann ist da noch Kinderpool in der Ecke hier vorne, ganz ruhiger. Hier ist dann halt... So, jetzt gehen wir langsam Richtung Rezeption und werden dann bei der Rezeption werden wir dann ein Zimmer bitten. Ah, hier haben wir Tischtennisplatz, ja? Tischtennisecke. Werden wir um ein Zimmer bitten und werden dann, also was heißt ein Zimmer, ich frage, ob sie zwei haben, also was für Auswahl es an Zimmer gibt, Familienzimmer und normale Zimmer. Dann. Wenn ihr Fragen habt, könnt ihr fragen. Ich versuche jetzt gerade mal ein bisschen zu lesen. So. Und das Hotel ist etwa 12 Kilometer von Side entfernt, Freunde. Aber gehört noch halt zu der Region Side hier. Also ist immer noch auf jeden Fall eine schöne Umgebung, um Urlaub zu machen. Und natürlich ist das Hotel nicht sofort ganz am Strand, aber dafür ist es dann auch mit den Preisen und für das Luxus, was hier geboten wird, ist es dann halt auch andere Preis. Ne? Aber wie gesagt, hier waren viele Gäste. Wunderbar! Oh, Matti! Wie geht's? Alles gut? Alles gut, also schön, danke dir. Ben? Evet. Seni de. Seni de. Soruyorlar, sen kimsin diye soruyorlar. Ha, merhaba, merhaba. Freunde der Sonne. Ne? Freunde der Sonne. Freunde der Sonne. Aynen, aynen. Sağ ol. So, ja, wo war ich stehen geblieben?
da 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 da. Hier oben ist das Hotel, sieht man nochmal. Dann, dann, da, da. Hallo, mein Freund. Da, 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 da. Oh, wieder so schöne rote Blume. Ja, wie schön. Also, man kann nicht einfach an so schöne Sachen vorbeilaufen, ne? Da, 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 da. Jetzt laufen wir dort wieder in ein Hotel. Başka yol yok değil mi içeri? Buradan var mı? Şeyden var. Ha, yine uzak değil mi? Buradan kısa. He, lobiye çıktım. Ama çıkalım yine bakalım oradan. Oradan odaları gösterelim. Müsaitse. Hallo. Schönen Urlaub alle zusammen. Hatice, seid ihr erste Mal hier? Und gefällt euch das? Wir sind das erste Mal hier und nicht das letzte Mal hier. Der Service ist super hier. Das Hotel ist vom Allerfeinsten. Der Strand ist sehr gut. Die Zimmer werden jeden Tag picobello aufgeräumt. Bier gibt es hier. Becks, 15 verschiedene Biersorten. Und Originalgetränke, nicht so wie in anderen Hotels. Ich kann es nur weiterempfehlen. Dankeschön. Das habt ihr sehr, sehr schön gesagt gehabt, ja. Ich bin einer, ich mache mal in alle Hotels Videos. Ich bin hier in der ganzen Region. Kennt ihr uns? Ja, kennt ihr Freunde der Sonne? Ja. Ach so. Und dann ist halt schön, wenn die Gäste auch berichten über das Hotel. Aber ich sag ganz ehrlich, also ich habe auch Gutes von ihr gehört. Kein Hotel ist perfekt natürlich, aber von den Gästen, die hier waren in diesem Hotel, ich habe wirklich schön berichtet. Ich habe auch selber gesehen, also wie gesagt, originale Getränke, dann diese eine Cocktailbar, die ihr habt und so. Und Preis-Leistung ist okay, denke ich mal. Das Preis-Leistungs-Verhältnis ist auf jeden Fall super. Ich meine, Antalya Lara sind ganz andere Hotels, da bezahlst du viel mehr, aber da kriegst du keine Originalgetränke. Ja. Und das Essen zum Beispiel ist hier auch super und Obst und also. Jeden Tag frisch. Ja, ich bin auf jeden Fall sehr zufrieden. Dankeschön, ihr habt das sehr schön gesagt. Ja, ich wünsche euch schönen Urlaub noch. Danke. Sagt nochmal ciao, ciao, einmal winken. Jawohl, danke sehr. Alles Gute, ciao. So, also das klingt auf jeden Fall, klang so wie ich das auch gedacht habe. Das waren auch Freunde der Sonne. So, jetzt geht's weiter. Schauen wir uns mal die Zimmer an. Das ist halt auch schön, das Hotel ist eigentlich nicht so klein, aber es ist alles hier beieinander. Ne? Man verläuft sich überhaupt nicht hier. So, wenn die Verbindung weggeht einmal, das kann sein wegen meinem eigenen Internet, das ist ja vom Satellit. Weil im Hotel ganz unten ist halt manchmal kann es sein. Ne? So, wow. Sieht ja geil aus. Schön. Oh, und das Schöne ist, das Hotel spart nicht mit Klima. Die Klimaanlage ist gut. Wow. Auch Animation gibt es hier natürlich im Hotel. Animation war da, ne? Ja, Animation gibt es auch. Warte, laufen wir richtig? Ja. Animation soll auch sehr gut sein. Jetzt gehen wir hoch aufs Zimmer. Freunde, wir sind gerade 350 Live-Zuschauer. Wenn euch das Video bis jetzt gefallen hat, könnt ihr ein Däumchen machen, genau jetzt. Dann kann ich motiviert weitermachen. Also, wenn das Video bis jetzt gefallen hat, kann ich jetzt ein Däumchen machen. Dann, wenn euch die Videos mit den Hotels gefallen, dann gehe ich auch öfter in Hotels. Aber ihr wisst ja, ich muss gleichzeitig parallel dazu halt auch so viel an Geschäften leiten. Mit dem Beachclub, mit dem Privattransfer, mit den Tagestouren. Mit der Musik jetzt. Jetzt mache ich ein Musikstudio auf, Freunde. Aber das ist so für ein paar Menschen, die ich sehr mag und die auch sehr talentiert sind. Und ich werde natürlich auch dann probieren, ein bisschen talentierter zu werden. Und werde dann auch einen Song rausmachen. So, hier ist jetzt nochmal so die Lobby. Hier sind wir vorhin langgelaufen, raus. Hier ist das Restaurant, wo wir vorhin reingegangen sind. Und hier gehen wir jetzt hoch Richtung Lobbybar. Danke für die Däumchen nochmal, danke. Ganz lieb von euch. Und nicht vergessen, Freunde, jetzt am Dienstag, kleine Werbung, ne? Am Dienstag tritt Estefania Wolny bei uns im Beachclub auf, wer mitfahren möchte. Da ist der Transfer dabei mit einem VIP-Shuttle, Freunde. Dann ist am Eingang, machen wir diesmal noch einen kleinen Short. Ja, ein Short noch im Preis dabei und der Eintritt
Das kostet 15 Euro pro Person. Wer das möchte, wen es das wert ist, kann das machen. Ich bin selber auch dabei. Ich werde dann auch ein bisschen rappen und wirklich richtig tolle Atmosphäre machen wir. Feuerwerk und so machen wir. Und zum Schluss kommt noch Michael Jackson. Spaß. So, hier waren wir vorhin schon. Hier ist die Lobbybar. Da vorne ist auch eine schöne Cafeteria. Da hinten noch Terrasse schöne. Aber jetzt gehen wir hoch Richtung Zimmer. Oder la Blinis? Oder Katschisch oder was, Bruder? Ist allem. Yani mesela bir aile oda. Genau, Helena Fischer kommt auch, Spaß. Şimdi mesela bir aile oda. Bir aile oda. Swim up da mı var? Tamam, o zaman bir swim up oda gösterelim. Bir tane aile oda. Bir tane de standart. Yani şu anda standart. Normal booking yaptığında standart oda. Tamam. Teşekkür ederim. Ya ne şey var mı? Deniz manzaralı varsa çok iyi olur. Görüntü için yani. Also es gibt hier bestimmt 4-5 verschiedene Arten von Zimmer. Was wir jetzt zeigen möchten, wenn halt auch frei ist, das ist halt auch ein Punkt, weil wir sind jetzt gerade in der Hochsaison. Warte, wir machen mal so. Also ich setze mich mal schön. Ich erkläre. Leila, 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 Leila. So, also es gibt verschiedene. Oh, wie schön gemütlich. Ja, jede Show. Orada geçersen sen demin anlattın ya sağdan. Tabii ki. Also es gibt verschiedene Zimmer, bestimmt 4-5 verschiedene. Was wir zeigen werden, ist einmal ein Familienzimmer, dann ein Swim-Up-Zimmer. Das bedeutet ein Zimmer, man kann sofort aus dem Zimmer raus und im Pool hineingehen. Und dann haben wir noch ein Zimmer. Standard wollte ich noch gerne zeigen. Das ist einfach das, wenn man normal bucht, nichts dazu gibt, dass man dann halt das Zimmer bekommt, wie wenn ihr das einfach simpel bucht aus Deutschland, so dass man weiß, was für ein Zimmer man sonst hat. Aber man kann natürlich extra Swim-Up-Zimmer oder man kann dann halt auch Familienzimmer. Dann gibt es da, glaube ich, noch ein bisschen extra VIP-Zimmer. Gibt es so verschiedene Sachen. Ich denke, dass die jetzt gleich bereit sind und dass wir das dann jetzt auch zeigen können. Döner will das Kamera. Den wird in. Okay. Aynen mi odalar? Kapıya bakalım sesinizi. He? Odaları ayarlıyorlar. Tamam, isterseniz hazır oda başlarım göstermeye. Öyle öyle, tamam ben şey yapayım, siz bir tur atın isterseniz. Tamam, tamam. So, hier waren wir gerade schon. Welches Hotel ist das? Alitris Hotel ist das. Hier waren wir gerade schon. Aber wir zeigen das nochmal ganz kurz. Weil ich habe echt Durst und der Rizzi Elbizi ist auch hier. Er wollte einfach mal wieder vor der Kamera. Immer muss ich immer gezeigt werden. Kannst du sagen, wie weit es zum Meer ist? Das frage ich jetzt gleich. Aber ich denke, so um die 700 Meter müsste das sein, locker. Also 700, 600. Ich frage aber gleich mehr. Ich frage, wie weit. Aber es gibt so einen Privatshuttle, das dauert 2 Minuten, 3 Minuten, dann ist man am Meer. Kolay gelsin. İki tane soda, soda içiyor mu? İki soda alabilir miyiz? İki soda alabilir miyiz lütfen? Tabii. Teşekkürler. Hier haben wir einen ganz netten Barman, der auch schon direkt freundlich lacht. Milay? Milay heißt du? Nee, Batuhan. 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 Mit Zitrone? Nee, ohne Zitrone, danke. Ohne Zitrone. Das ist lieb. Danke bitte sehr. Das ging aber schnell, ja? Bis später. Bis später, ciao, danke. Ciao. Oh, Freunde, bei der Hitze muss man einfach. Hey, hey, hey. Hallo. Du da drin? Also, wo setzen wir uns hin? Hier sieht es sehr gemütlich aus. Oi. Wow, es ist echt warm draußen. Und wenn man dann noch so viel läuft, dann kommt ein Mineralwasser auf jeden Fall genau richtig gerade. Prost. Ah. Oh, ich liebe es, Mineralwasser. Und heute übrigens, heute Morgen, wo wir aufgestanden sind, das Wasser, also die, das Wetter war sehr, sehr wolkig. Also bestimmt seit 2-3 Monaten war keine Wolken am Himmel. Aber jetzt irgendwie, heute habe ich schon gedacht, was ist denn hier los? Es waren Wolken am Himmel, aber jetzt ist keine Wolke mehr. Aber das Meer ist heute sehr, sehr wellig. Ja, also ist halt nicht das schöne, kristallklare Wasser heute.
Deswegen habe ich mir gedacht, dann anstatt dass ich am Meer bin heute am Beach, am Strand bei uns, dann gehe ich und stelle euch nochmal das Hotel vor am Tage. Und so gut ich kann, morgen oder übermorgen direkt noch ein Hotel. Lasst euch überraschen. Ich habe letztes Mal gefragt, welche Hotels wollt ihr sehen. Von den Hotels habe ich dann eine Liste gemacht, wo am meisten, also was die Gäste am meisten möchten. Und die werde ich dann wahrscheinlich diese Woche so viele wie möglich zeigen. Wahrscheinlich, ne? Aber ihr müsst den Kanal abonnieren, wenn ihr interessiert seid, auch noch an mehreren Hotels zu sehen. Freue ich mich natürlich sehr darüber, wenn ihr auch den Kanal abonniert und uns dann folgt. Auf Instagram könnt ihr uns folgen. Die Seite heißt Side Antalya Freunde der Sonne. Und in YouTube heißen wir auch Side Antalya Freunde der Sonne. Und den TikTok-Kanal Side Antalya Freunde der Sonne gibt's nicht. Das ist ein Fake-Kanal. Viele nutzen halt unseren Namen, um irgendwie euch anzuschreiben. Oder wir sind Mitarbeiter von Mohammed und Freundschaftsanfragen und dann werden die Leute leider abgezockt. Deswegen, wir haben nur Instagram, da ist ein Haken dran, original. Dann diese Gruppe Antalya Side Freunde Sonne und wir haben die Facebook-Gruppe Side Antalya Freunde der Sonne. Und sonst, wenn euch irgendwer, ich bin Mohammeds Mitarbeiter und will euch dann Freundschaftsanfragen, bitte sofort Screenshot machen, mir senden, damit ich weiß, worum es geht. Das wäre lieb. Ich denke, jetzt müsste das Zimmer langsam bereit sein. Leila, 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 Leila. Wow. Wow, war das lecker. So, jetzt haben wir wieder Kraft. Rıza selam sana. Derya sen canlı görmüştüm beach barda. Selamun aleyküm, dankeschön. Hä? Rıza? Rıza ist auch schon bekannt. Tamam mı? Merhaba. Tamam mı? 30 saniye. Tamam. Oho, kaç tane oda göstereceğiz? 4 çok değil mi? Tamam. Hangisini tercih ederim? Swimming var. Efendim. Havuz var. Deniz var. Normal var. Deniz normal değil mi standart? Denize bakan var bir daire. Tamam ama standart oda değil mi? Aynen. Tamam o standart diye geçeriz yani. Tamam. Diyorsunuz mu lan sahip? Yok gerek yok gerek yok. Sadece güzel. O zaman hangisini gösterelim? Also deniz einmal standart zimmer mit Meeresblick. Tamam. 4005. Und dann yani sadece man tamam. Şey, kara. 4020. Yok yani. So. Jetzt sind sie bereit. Jetzt geht's los. Tararararan. Bu da ne kadar benimkine benziyor ya. Aşırı değil mi? Ona benim... Gittim ben. Vallahi ya korktum. Nereye gideceğiz? Acayip bir benzemesi var ya. Bir misafir var da birine benzettim çok. Ben de çok yapıyorum onu. Çok yaşıyorum olan şeyleri de. O zaman siz de bayağıdır turizm deseniz değil mi? Evet. Görmediğimiz yüz yok değil mi artık? 15 yıl oldu evet. 15 yıl. Wo finde ich das denn? Ach so. So, jetzt geht's hier. Hallo. Hallöchen. Ah, tamam. Jetzt gehen wir. Ich hoffe, die Verbindung macht das mit. So. Jetzt, welche Zimmernummer gehen wir? Eine Nummer da, oder Nummer? Ich bin 15. 3015. Zu diesem Zimmer laufen wir jetzt gerade. Ich habe 200 Sterne bekommen. Herzlichen Dank. Wer hat uns Sterne geschenkt? Wir haben Sterne gesendet bekommen. Von Derya. Danke, Derya, für die 200 Sterne. Hier, ne? Dann gibt es hier solche Zeichen, wenn man in Ruhe gelassen werden möchte. Aber ich sage euch, der Flur ist echt schön. Also ich finde den Flur schön. Manchmal Flurs von Hotels sind ja halt nicht die schönsten, kennt ihr, ne? Überall so Risse, dies, das und so. Aber für diesen, das sieht auf jeden Fall gut aus. Welche Zimmer ist das jetzt? Bunne, oder? Bunne, oder? Hausmanzara, oder? Hausmanzara, evet. Ha, bir de deniz manzaralı mı göstereceğiz? Deniz de var, ayrıca... Sevimin de var. Normal havuz olan tamam o zaman deniz yukarıda herhalde değil mi? Yukarıda. Tamam. So das jetzt ein Zimmer, Freunde, mit Pool, Blick ist das.
ein sehr modernes Zimmer, wie man schon sieht. Ist halt auch ein sehr neues Hotel. Ja, die Farben gefallen mir auf jeden Fall schon mal sehr. Die Farben sind auch sehr, sehr schön. Hier haben wir dann den Balkon. So, Balkon ist in vielen Hotels eigentlich fast der Standard. So ein bisschen kleinere Balkons sind das immer. Zwei Stühle, ein Tisch und den Poollandschaft halt, ne, hier. So sieht dieses Zimmer aus. Ja, und bis zum Strand ist das hier mit Shuttle 3 Minuten etwa. Shuttle, Seile, Üdstacker, Dimme, Shuttle, was? Ich gebe schon Shuttle. 2,5 Minuten bis 3 Minuten mit dem Shuttle. Dann gibt es hier auch einen schönen Spiegel, einen großen. Und dann gibt es eine Minibar. Minibar musst du hier sein. Ja, da gibt es sogar vieles drinnen. Minibar, 2 Bier, Wasser für die Kinder, so O-Saft-mäßig. Dann gibt es hier ein richtig schönes Set. Ja, wenn man mal mit seiner Frau einen Wein trinken will oder was anderes, ein Set dafür. Zack. Und dann hier Wasserkocher, wie immer. Und hier hat man dann 2 Betten plus 1. Und so sieht dann ein Standardzimmer aus. Hier haben wir das WC. Aber wir müssen Karte reintun, oder? Für Licht. Warte mal. Oder? Ja, Bruder. Ha, okay. Also das ist mit, man läuft rein und dann geht's Licht an. So sieht das WC aus. Ja, dann hat man einen Föhn, einen Spiegel, der einen ganz von nah zeigt. Dann für Zähne putzen. Viele kleine Artikel noch dabei. Dann ist das hier eine Dusche mit einem großen Duschschirm. Oder wie ist das? Dschungeldusche nennt man das, glaube ich. Regendusche, oder weiß ich jetzt nicht. Dann hier nochmal so ein Stück so für Dusche. Dann haben wir hier Handtücher natürlich. Und sehr, sehr sauber auf jeden Fall, ja. Sehr sauber, nagelneu, super. Dann hat man hier Schränke für die Kleidung. Ja. Tresor gibt es auch? Extra oder Tresor? Ganz extra. Tresor, wo? Tresor ist fertig, ne? Extra oder mehr. Das ist nicht extra bezahlen, den Tresor, das kann man auch so nutzen. Muss man nicht extra bezahlen, ne? So. Jetzt gehen wir in ein anderes Zimmer. Das war jetzt ein Standardzimmer mit Poolblick. Biz de sabahtan akşama kadar hep konuşuyoruz. Sesimiz evet. Bitiyor biliyor musun? Ben de hasta oldum. Ben de hastalığım. Geçmiş olsun. Ya. Ha, bu havada klimasız da yatılmıyor. Oh, 299 Sterne haben wir bekommen. Herzlichen Dank. Dankeschön. Wer war das? Die Beate Weimar. Dankeschön, liebe Beate. Danke für die 99 Sterne. Hangi oda göstereceğiz firma? 4020. O ne odası? O havuzda odalar. Ne? Havuzlu odalar, havuzlu olan odalar. Ha, Swim-Up-Zimmer. Jetzt zeigen wir euch ein Swim-Up-Zimmer. Das heißt ein Zimmer, wo man auch also vom Zimmer im Pool reingehen kann. Also das ist schon cool, dass sowas hier gibt. Das gibt es nicht in jedem Hotel. Gefällt mir, danke schön, dass ihr das gefällt. Wie heißt das Hotel? Das Alitres Hotel heißt das, Alitres. Hier haben wir also, wenn ihr ein Swim-Up-Zimmer bestellt, Abo Ailo oder Hemde? Hat das ist jetzt ein Familien-Swim-Up-Zimmer. Wow, das sieht ja geil aus, ja. Also so will ich Urlaub machen. Das macht bestimmt Spaß hier. Also richtig tolles Zimmer. Hier haben wir ein Doppelbett für Mama, Papa. Die haben einen eigenen Fernseher hier. Haben ihr eigenes Schrank, Kaffeemaschine etc. Minibar. Dann hier ist hier ein Ausgang. Warte. Ja, hier kann man auch direkt ins Wasser springen vorm Bett. Vorm Bett machst du die Tür an, das ist echt lustig. Also steht ihr morgens auf, ne? Dann könnt ihr so sofort hier reinjumpen. Hoppa. Hier ist dann das Kinderzimmer, nenne ich das mal. Hier haben wir eine WC-Dusche. Warte, jetzt komme ich durcheinander. Ne, hier ist der Ausgang, Eingang, sorry. Hier ist das. Hier ist dann WC wieder, das, was ich vorhin gezeigt habe. Ist das gleiche Grün, das Badezimmer. Hier noch ein Kinderschrank, sage ich jetzt halt für die andere Familienzimmer. Hier ist nochmal, also für die Mama Papa angenommen. Hier dann Schrank, WC, dann hier nochmal großer Platz für die Kinder oder wer auch immer.
Dann hat man hier natürlich nochmal Fernseher. Dann hat man hier nochmal eine Chance, ins Wasser zu springen. Und hier ist der allgemeine Raum, wo man dann gemeinsam mit Familie dann hier schwimmen kann. Ja? So sieht es aus. Ist halt nicht so ganz große Pool, was hier ist. Aber für die Runden schwimmen reicht es auf jeden Fall. Ja? Und um sich zu erfrischen, sieht sehr schön aus. Ja, und dann ist man hier auch so gut wie privat, sag ich mal. Die ganze Ecke. Da ist noch eine Familienzimmer, Zimmerabzimmer. Da hinten gibt es noch mehr. Da sind dann solche Hängematten noch davor. Man sieht schon da ein paar Gäste. Ja, und auch sehr schönes Wasser. Liegen hier. Ja. So. Das geht dann so weiter, das Zimmerabzimmer, bis dort ganz hinten rum. So, das war das Zimmerabzimmer. Oh, ich habe wieder Sterne bekommen. Heute sind die Gäste aber viele mit Sternen. Kerstin Leitner, danke für 320 Sterne. Hast du 320 Sterne geschickt? Ah, Vivi. Danke, Vivi hat auch 100 Sterne geschickt. Dankeschön für die Sterne. Manchmal geht Verbindung weg vom Mikrofon, Freunde. Dann hört man mich, glaube ich, nicht. Weil das ist so ein neues Mikro, der macht so... Manchmal, das Kabel geht, glaube ich, weg. Aber ich hoffe, ihr hört mich gerade. So, welche Zimmer? Also wir haben jetzt Standardzimmer gezeigt. Normale Familienzimmer. Tüm Eile Odalar böyle mi? Evet. Bu çeşitte mi? O zaman gerek yok öbür odalar. Also das heißt, wir brauchen gar keine andere Zimmer zeigen, weil Familienzimmer sind eigentlich so wie das letzte Zimmer, was ich gezeigt habe, aber halt, das gibt es dann mit Swim-Up und mal ohne Swim-Up. Also einmal mit Pool dabei und dann oben auf Etagen, dann ohne, dann ohne halt Pool, da hat man schon ein bisschen verstanden können, wie das ungefähr aussehen könnte, eure Urlaub. So, buradan iniş yok değil mi bir yerden? Nereye? Buradan insek mesela house oradan. Öyle yapalım daha güzel. Sıkıcı şey olur böyle yürüsek. O zaman böyle. Sağdan inerim aşağıya. Aynen. Yani 10 metrede bir tane asansör var. Okay. Also jede 10 Meter gibt es hier eine Fahrzug. Also man muss nicht immer ganz durchlaufen, man kann dann sofort runter. Also man muss nicht den Weg ganz außen rum machen, wenn man runter möchte. Da-da-da-da-da. Jetzt gehen wir hier runter. Hier steigen wir in den Aufzug ein und werden dann runtergehen. Wir werden am September dort sein. Dankeschön. Bitteschön, Dame. Oder? Tamam. Tamam. Ciao, ciao. Wir gehen in den anderen Aufzug, weil der fährt jetzt nach oben. Und wir fahren nach unten. So, wir werden gleich auch allgemein noch mal ein bisschen über die Lage vom Hotel sprechen. Hallo. Was heißt das? Ha, es heißt Engelchen. Ah, also das ist auch speziell für Rollstühle, kein Problem. Gibt es so Plätze extra? Ja. Ihr seid wieder hier. Hallo. Engelhauser girebilir mi? Yer var mı? Var mı böyle inişli? Es gibt auch eine für Menschen mit Behinderung. Gibt es auch ein, also beim Pool eine langsame şey mi var ya da nasıl bir yer? Yok, normal iniş var yani. Hani böyle. Rampa. Rampa gibi bir şey var böyle. İnce bir yer var adeta. Hani asansörlü bir şey yok. Ha, ama rampa var. Var. Es gibt var. Sowas wie eine Rampe für die Menschen mit Behinderung, da wo sie dann runtergehen können, also runterrollen oder halt laufen, wie das dann halt möglich ist. Und mein Hotel her yere bir engelli gidebilir, değil mi? Tabii, her tarafta asansör ve rampa var. Tamam, es gibt überall im Hotel auch für Menschen mit Behinderung Rampen. Oder auch, wie heißt das? Oder auch, dass man, wie heißt es nochmal?
Ja, so kann man sich doch nicht schämen, Risa, ja. Der ist echt verrückt, ja. Otadio, Otadio. Ja, der ist so. Der ist so, kann man so. Risa, du bist süßer Junge, ja. Hammam? Hammam brauchen wir nicht sein. Hammam ist so allgemein sowieso immer Wellnessbereich, Fitness. Das ist. Teşekkürler, sağ olun ya, sağ olun. Öyle video görerek mi geldiniz? Görerek gelmedik. Önce rezervasyon yaptırmıştık. Bir bakalım. Ha, ondan sonra baktınız. Ha, üzüldüm. Tamam. Yani keşke benim video görüp de gelseydin. Sağ olun. Also es gibt auch Wellnessbereich. Dann wie alt in ganz vielen verschiedenen Hotels auch. Und vor allem, weil das neue Hotel ist, könnt ihr euch schon vorstellen, ne? Das ist richtig alles Luxus im Wellnessbereich. Dann gibt es eine Sportecke, wo man Fitnessstudio hat man natürlich auch. Dann beim Wellness ist dann auch das Hammam, das türkische Bad, Massagemöglichkeiten und vieles, vieles mehr. Schön. Hier ist die Irish Bar. Miniclub gibt es hier auch natürlich, Kinderanimation, Miniclub. Dann, 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 dann. Ich finde den so niedlich. Risa Sen Chochsevilla, dir. Sen Texan. Das müsst ihr ihn mal lauter sagen, Freunde. Risa, wo bist du? Komm. Sag hallo. Ich hab kein Deutschland. Der kann auf Deutsch. Er muss sich auch ein bisschen gewöhnen, ja. Ist nicht immer so leicht vor Kamera. Aber er gewöhnt sich schon. Das wird schon. So. Ja, Freunde, wisst ihr, was gestern passiert ist? Mein Boot wurde geklaut. Ich habe ein Boot, dieses Schlauchboot, habt ihr bestimmt schon mal gesehen in den Videos. Aber er ist halt auch nicht das günstigste der Welt, ehrlich gesagt. Ja, und das wurde gestern geklaut. Gestern Nacht war das. Also das war nicht diese Nacht, die Nacht davor. Das war am Hafen. Und dann zur Malediven-Schifffahrt wollten wir das dann holen. Und gestern hatte ich echt so einen Pechtag. Ne? Nochmal die Malediven-Schifffahrt ist wirklich alles optimal, alles perfekt. Ich habe gute Laune, ich drehe durch. Und dann gestern, erstens gestern, leider heute ist ja auch Sturm, bisschen das Wetter. Das ist normal die Jahreszeit nie. Es war halt wirklich sehr, sehr wellig gestern, das habe ich auch noch nie mitbekommen. Sonst haben wir immer so tolles Wetter, alles so gut, aber einmal im Jahr, das Wetter, da kann ich halt nichts für. Und die Gäste können ja auch dann nichts für, wenn sie dann wirklich leider manchmal, manche sich halt auch übergeben. Das hat mir auch so leid getan. Und dann noch das Schlimme, früh am Morgen bin ich aufgestanden. Normal, Risa kommt um 12 Uhr mit meinem Schlauchboot, ja, so kleinen Speedboot-Schlauchboot ist das. Dann kommt er zum Boot, ne? Und dann, wenn gestern übel ist, haben wir halt den Service auch zurück. Ihr glaubt das nicht, ne? Dann gestern, Risa ruft mich an, Mohammed, dein Boot ist nicht da. So, wir reden jetzt übrigens über das Endresultat vom Hotel. Ja, gesellig, ich will eine schöne Ecke. Hier ist schön. Eine gesellige, ich rühre mich. So, gesellig rühre mich. Hä? Ja, da gesellig, Faser. Detay gerekiyor. Belli şey istedi. Auf jeden Fall, jetzt gleich kommen wir zum, was ich vom Hotel halte und die Lage und alles drum und dran. Aber davor wollte ich sagen, dann ruft Risa mich an gestern Morgen. Ich bin auf Malediven-Schifffahrt, habe Gäste eingesammelt. Gestern hatten wir so ein Pech. Wir haben 4 Busse gehabt, womit wir Gäste einsammeln. Dann ein Bus, dann ist halt, es kann passieren, dann ist halt einmal einer ausgefallen, ein Bus. Und dann, also auch die Klimaanlage ist ausgefallen, besser gesagt. Dann habe ich sofort den Bus noch wechseln lassen, dass auf Rückweg ein neuer kommt. So, ne? Das haben wir hingekriegt. Kennt ihr ja, wenn ein Tag was ist, dann kommt alles aufeinander. Dann, es ist 10 Uhr, ich bin schon ein bisschen erledigt, so, ne? Dann um 10 Uhr kriege ich Anruf von Risa, Mohammed, das Boot ist weg. Hat überall am Hafen gesucht, mein Boot war weg. Noch nie wurde ein Boot geklaut oder man weiß auch nicht, was war am Hafen festgebunden. Überall gesucht, eine Stunde nichts gefunden. Und dann war ich auch sehr, sehr traurig, dass das Boot weg ist. Weil das habe ich mir auch sehr, also wirklich sehr erspart habe ich mir das. Ja, das war für mich was ganz Besonderes, das Boot.
habe ich echt schlecht Laune bekommen, ehrlich gesagt, ein bisschen, obwohl ich das selten habe. Aber natürlich geht's weiter, die Fahrt geht weiter. Und was ist dann? Wir gehen aus dem Fluss raus und es ist wellig. Wellig, wellig, wellig. Und ich weiß nicht, was ich machen soll. Manche Gäste haben sich übergeben und ich will ja so gut ich kann. Dann haben wir den Kindern Eiscreme ausgegeben, alles, ja. Also alle Kinder haben dann Eis noch Geschenke. Wir haben schöne Spiele gemacht. Es war auch schön. Dann natürlich sind wir auch Jetski noch gefahren mit den Kindern. Ja, natürlich konnten wir es nicht ganz so lang machen. Warum? Weil es war halt sehr wellig und das war halt nicht berechnet. Und ja, wir haben uns trotzdem Mühe gegeben. Ich sag mal so, 70-80% der Gäste haben uns verstanden. Ich glaube, da waren auch Gäste dabei, ehrlich gesagt. Ich wusste nicht, was ich machen soll. Aber ich habe trotzdem auch ein Schlauchboot. Für den übel war, habe ich trotzdem ein anderes Boot besorgt sogar. Nach einer Stunde Fahrt schon, bei unserem ersten Anhaltepunkt, dass ich sie dann zum Hotel gebracht habe. Dann manche habe ich mit Taxi fahren lassen, habe ich natürlich Kosten übernommen und so. Weil wenn es übel ist, dann... Dankeschön, lieb. Nein. Nein? Nein. Auf jeden Fall, manche habe ich dann... Nee, ich trinke gar nichts, danke. Danke. Auf jeden Fall, so war das dann der Tag. Und dann bin ich halt auch vom Boot um 2 Uhr, muss ich dann runter. War halt ein bisschen so enttäuscht auch. Aber es kommt halt vor, wir haben uns Mühe gegeben, mein Team, über 5 Reiseleiter waren mit dabei, immer. Jetzt, wir sind 5 Personal von einem Reisebüro, 5 Stück waren dabei, haben wir uns auch so gut wie können halt wirklich um alles gekümmert, aber das Wetter konnten wir nicht mehr ändern, es war halt so, ne. Und jetzt das Wetter zum Glück gut, langsam, also heute ist noch wellig, danach wird's wieder gut zum Glück. Ja, am Samstag geht's los, Freunde, sonst ist wirklich die Gäste, die einmal Malediven-Schifffahrt machen, kommen wieder. Machen das nochmal sogar, so viele Gäste, die es wiederholen, weil die echt Spaß haben. Wir haben Spaß sogar. Gestern war es halt ein bisschen mit dem Wetter leider nicht so das Beste. Ja, okay, jetzt kommen wir zum Boot. Ach so, mein Boot. Das, was weg ist, ich habe überall Foto gesendet. Ja, überall Wassersport, meine Freunde vom Wassersport, überall hin. Dann wurde das gefunden. Ja, das wurde im tiefen Meer, weit draußen, 10, 20 Kilometer auf offenem Meer, wurde es von einem anderen Boot abgeseilt dann. Ja, wo ein anderer nahe kam mit Küstenwache und sind dann mit Speedboot mäßig richtig losgedüst Richtung andere Ecke. Dann haben sie mein Boot gefunden und jetzt ist das wieder bei mir. Deswegen freue ich mich sehr. Deswegen habe ich wieder ein bisschen gute Laune, ne? So, auf jeden Fall dieses Hotel, Cider Alitris Hotel. Was sagen wir dazu? Wir dürfen nicht vergessen, natürlich ein Hotel direkt am Strand ist auch schön. Möchte jeder. Warum nicht? Ne? Direkt, du gehst aus dem Hotel, bist am Strand. Die Hotelpreise in der Türkei sind mittlerweile so gestiegen, weil auch auf der ganzen Welt Preise steigen. Ist halt auch in Türkei extrem auch mit Hotelpreisen höher gegangen. Und daher, ich denke mal, wenn man sagt, man will Urlaub machen, man will Strand, man will was Schönes erleben, aber man will nicht zu viel Geld ausgeben, dann denke ich, wäre das Hotel auf jeden Fall auch für die Familie, für Pärchen wäre das auf jeden Fall ein super Hotel. Man fährt 2 bis 3 Minuten bis zum Beach. Der Strandabschnitt, so wie in Cide Kumke, also für die Ecke nicht kennen, einfach tolle, saubere Strand. Man geht flach ins Wasser rein. Man hat da keine Felsen, keine komische, glitschige, dies und das, was da ist, ja, wo man gegenknallt mit den Füßen. Nein, traumhaft schönes Wasser haben wir hier. Und vielleicht schaffen wir das irgendwann auch mal, die Strände zu zeigen. Aber ihr kennt ja Kümkö, das ist halt das Gleiche. In Gündodo, Evrenzek ist halt das Gleiche hier. Und sonst Einkaufsmöglichkeiten, wenn man halt vom Hotel, sage ich mal, 2-3 Minuten runterläuft zur Hauptstraße, da gibt es dann die Dream Outlet Boutique, dann gibt es da so kleine Geschäfte. Dann kann man hoch Richtung Gündodo die Ecke laufen. Ich glaube, 200-300 Meter ist das. Dann hat man eine große Einkaufsmeile dort. Es gibt ohne Ende Fahrmöglichkeiten mit dem türkischen Transportmittel Dolmuş. Die fahren euch nach Cide, innerhalb von 10, 15 Minuten seid ihr in Cide. In Kümkö in 10 Minuten. Also von der Lage ist es auch kein Problem. Und die Preis-Leistung, wie gesagt, ich habe viele Gäste gehört, haben gesagt, sind sehr, sehr zufrieden mit diesem Hotel. Ja, Freunde, warte, wollen wir noch Auto fahren? Lika, was? Opa. Jetzt hört man mich wieder. Mikrofon bricht manchmal. Hallo, Heiler geht mit dir. So, wir bedanken uns einmal. Teşekkürler, görüşürüz. So, vielen Dank. Auch teşekkürler, Ferit. Ferit, herzlichen Dank für die Rundfahrt. War sehr, sehr schön und hat mir sehr, sehr gut gefallen. Alles Gute, ciao. So, jetzt fahren wir mit Auto Richtung Kümköln. Ich lege noch nicht auf, ich zeige euch jetzt die Ecke nochmal.
Hört man mich? Soundcheck, Soundcheck. Hallo, hallo, hallo. Ja. Echt? Ah, die haben gedacht, wir bleiben hier, haben Zimmer für uns klar gemacht. Nee, wir müssen aber weiter. Die Arbeit läuft, muss weiter, oder wie heißt das? Der Sultan fährt weiter, irgend so ein Lied gab es doch mal. Das war das Hotel, Freunde. Ich hoffe, euch hat das gefallen. Wir haben es so gut wie möglich euch vorstellen, also versucht zu vorstellen. Und wie gesagt, also mit reinem Gewissen, also Essen super, alles super. Das Hotel hat Qualität. Ja, ich spreche aus von den Gästen, was ich gehört habe. Sonst, ihr kennt mich bei Hotelviews, sag es gut. Aber lest auch natürlich, wie heißt das, auf Holiday Check oder wo auch immer, könnt ihr Bewertungen schreiben. Also, Bewertungen lesen, dann könnt ihr fragen, jetzt im Chat hier, wer war schon mal hier, was hält ihr davon? So, dass ihr untereinander euch austauscht, ne? Ja, so, jetzt fahren wir Richtung Kumköy. Dindladin. Anachtar. At. Appala. Oi. Oh, schön warm. Es ist schön warm in der Türkei. Die Sonne scheint. Also ja, ich habe eine schlechte Stimme, Freunde zum Singen. So, ich freue mich jetzt gleich am Strand zu gehen. Ich habe voll Lust, heute ist ja wellig, ein bisschen ins Wasser zu springen, ein bisschen bewegen, mit den Wellen zu kämpfen, Wellen reiten. Hier auf der linken Seite ist das Hotel. So, hier sind wir eigentlich auch schon fast bei der Hauptstraße. Achtung, Hühner, Hühneralarm. Ey, er läuft vom Auto. Stopp! Das arme und göründe mi? Ich hab extra geguckt, dass er das sieht, der Mann, ja. Fast hätten wir einen Huhn weniger auf der Welt. So, hier, da sieht man schon Parasailing-Schirm und jetzt hier noch 200 Meter runter, dann ist der Strand eigentlich. So ungefähr hier runter. Wir sind hier in Gündoğdu. Und es gibt halt einen Shuttle, einen Transfer, der fährt euch dann zum Strand. Wenn man hier hochläuft, hat man eine riesige Einkaufsmeile da hinten. Ha, mein Handy könnte jeden Moment ausgehen, Freunde. Weil das war nur noch 5% Akku oder so. Wenn das ausgeht, dann sage ich euch auf jeden Fall schon mal alles Gute. Und wer will, kann das Video liken, teilen, was auch immer gerne. Falls es ausgeht, weil Handy hat ganz wenig Akku nur noch. Hier haben wir das Dream Outlet Shopping Center. Hier kann man dann auch sofort Shopping machen. Das ist das Dream Palace Hotel. Auch ein schönes Familienhotel. Dream Palace. Auch riesige Rutschlandschaften, alles. Leila, 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 Leila. Und hier fährt man dann, wenn man will, mit Taxi, kann man dann Richtung Kumköy fahren, Ziede. Auf jeden Fall ganz wichtig nochmal zur Info, am Dienstag ist Estefania bei uns. Wenn ihr hier in der Region Urlaub macht, wir machen den mit einem VIP-Shuttle, werdet ihr abgeholt. Der Transfer ist da drin, ja, im Preis. Dann natürlich der Eintritt, ein kleines Mini-Short, ja. Und nicht nur Estefania, sondern auch ich trete auf, Freunde. Bendis Schrimpschanier, oder? Ich trete auch auf. Ich nerv euch ein bisschen auf der Bühne. Und insgesamt pro Person 15 Euro mit Eintritt, Abholung und alles drum und dran. An den anderen Tagen ist natürlich kein Eintritt, nur wenn Estefania kommt. Weil das junge Mädel soll auch ein bisschen was verdienen. Natürlich verdienen wir auch da was. Ja, muss ich halt auch rentieren, solche Organisationen machen zu können. Es kostet 15 Euro pro Person mit Abholung vom Hotel. Könnt ihr über WhatsApp-Nummer dann buchen, 00
0090 536 49 28 28 und die 9 ist unsere WhatsApp-Nummer. Da könnt ihr auch die Malediven-Schifffahrt buchen für nächsten Samstag. Ich bin natürlich mit dabei. Und da könnt ihr auch unseren VIP-Transfer nutzen. Und bald gibt es noch was zu nutzen, aber das dauert noch. Im Winter. Im Winter gibt es eine Überraschung. So, ja Freunde, es geht weiter der Weg bei Nischakelmissen. Wir fahren jetzt Richtung Kümke. Ich glaube, jetzt wird es auch nicht mehr so interessant für euch. Auf jeden Fall, ich bedanke mich herzlich.